Heute, ihr Lieben, stehen wir am Jungbrunnen von Bad Harzburg. Ihr seht die Engel, die kippen ihren Gesundheitselixier hinein. Und man sieht es ihnen ja auch an, dass sie jung und frisch und strahlend schön sind. Und ihr seht's, schaut einmal hier, der Alte hat seinen Krückstock hineingesteckt in das Wasser und sofort wachsen die Blätter. Tja, da hat's einer übertrieben mit dem Jungwerden, ein Baby ist aus ihm geworden. Aber wenn man das Wasser richtig anwendet, schaut ihn euch an, dann kann einem das Glück nur noch treffen. Dann sieht man sich umringt von den holdesten Musen, die man küssen möchte. Und selbst die Könige und Kaiserinnen kommen hierher, um von diesem Gesundheitswasser zu profitieren. Herrlich in Szene gesetzt, finde ich diesen Jungbrunnen. Und spielt so ein bisschen drauf an, das Wasser, gerade aus heiligen Quellen, meinten die Menschen, schon immer verjüngende Eigenschaften hat. Schaut sie euch an. Eben noch 140 Jahre alt und nun strahlend schön. Und manch einer fragt sich, wie Heilwasser entsteht. Das ist ganz einfach erläutert. Der Teufel höchst selbst produziert es in seinem Leib. Immer, wenn man die Kamera direkt vor dem Pipan schwenkt, schießt ein Strahl Wasser heraus, was ich euch jetzt aber nicht demonstriere. Also, ich habe keine Ahnung, aber ich erzähle es den Leuten einfach. Kommt hierher nach Bad Harzburg, probiert euch aus. Und springt am besten mit eurem Handy in das Wasser. Denn ich hörte, wenn ihr mit eurem alten Handy in das Wasser springt, habt ihr das neueste Modell. Ne? Probiert's einfach aus und schreibt mir in die Kommentare, ob das funktioniert hat. Ich bin ein Märchenerzähler.